Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Varo News, mittlerweile sogar schon die 10. Folge. Wir berichten heute von Tag Nummer 16. Heute ist super viel passiert und wir fangen doch direkt mal an. Dr. Banks hat einen Strike bekommen wegen eines Shaders. Er hat nämlich in den ersten 30, 40 Sekunden einen Shader drin gehabt und das ist ja laut Regelwert verboten. Dann kommen wir aber nun auch schon zu den Kämpfen, denn das ist ja das eigentlich Spannende an Varo. Und zwar gab es da heute einige Überraschungen. Zum einen musste sich leider Gomme HD und Freaks LP leider aus dem Projekt verabschieden. Sie sind gegen die Prinzessinnen ausgeschieden und deswegen, ja, leider gar keine Chance gehabt in dem Fight. Ihr könnt euch das aber gerne mal selbst angucken. Des Weiteren ist die gute Ari auch mittlerweile ausgeschieden. Sie hat ja öfter mal geäußert, dass sie kämpfen wollte und so ist es zufällig geschehen. Sie war in der Hölle und Odinaka Jesus, so heißt er, glaube ich. Ich habe immer Probleme, den auszusprechen, den Namen. Hat Ari dann getötet und somit ist Ari neben Mr. Morgame ja auch schon länger, der schon länger draußen ist, jetzt auch aus Varo ausgeschieden. Ein weiterer Kill, der ja gestern noch relativ unoffiziell war, der sich aber heute bestätigt hat, war Haupner. Haupner hat nämlich Takaishi und Selbstgespräch auch relativ einfach aus dem Projekt gekegelt, also im 1 vs 2, weil ja sein Kollege Benny ja schon ja leider rausgegangen ist, aufgrund eines sehr, sehr dummen Todes. Also diesen Tod, ich glaube in Folge 6 hatte ich davon berichtet, könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal ansehen. Des Weiteren ist es noch etwas unklar, was mit Awaif HD los ist. AnyArt hatte in einem Video erzählt, dass er wahrscheinlich in Lava gefallen ist, aber es gibt leider keine offizielle Bestätigung seitens Awaif HD, dass dies wirklich geschehen ist. Wir sind natürlich weiter dran und werden uns da natürlich auf dem Laufenden halten, aber ich kann natürlich nichts garantieren, dass dies natürlich ja eine offizielle Quelle ist. Aber wir behalten alles im Überblick und werden euch, sobald es Neuigkeiten gibt, natürlich berichten. Ansonsten ist nicht mehr viel passiert in Varo, aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass morgen wahrscheinlich wieder es zu weiteren Kämpfen kommen wird, denn es sind ja auch der Strike von Dr. Banks könnte da auf jeden Fall was auslösen. Die sind zwar natürlich super gut equipped, aber in der Vergangenheit hat es ja gerade gezeigt, dass Strikes sehr, sehr gerne ausgenutzt werden, um danach zu joinen, um zu snipen. Und das war es aber soweit mit den Varo News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen im Video wieder. Bis dann und ciao.